Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Banjo Kazooie. Weil wir im Sommer gestorben sind, müssen wir die Raupen für unseren kleinen Adlerfreund nochmal sammeln. Na toll. Da ist jedenfalls schon die Nummer 5, die wir brauchen. Aber es gibt irgendwo noch eine Nummer 6, denn ich hatte 6 Raupen. Ja, lasst uns in Ruhe. Jetzt holen wir uns erstmal hier die Goldfeder und machen den Gegner platt, der uns platt. Und leider haben meine Nachbarn immer noch nicht mit ihrem Rasenmähen aufgehört. Mann, wieso macht ihr das denn tagsüber? Ich glaube, die sind nicht berufstätig. Oder zumindest haben sie keinen Vollzeitjob. Also, wenn ich so weitermache, sterbe ich ja gleich nochmal. Ist das fürchterlich? Okay. Gut. Hier. Ich habe, glaube ich, genug. Wieso bin ich jetzt in den Dorn gelandet? Jetzt dürfen wir wieder von vorne anfangen. Hab die Stoppuhr vergessen, merke ich auch gerade. So. Also, Noten sammle ich jetzt echt nicht mehr ein. Das machen wir alles am Ende. Jetzt kümmern wir uns erstmal vorrangig um die Jeebies. Ja, ich reg doch mit dem Rasenmäher zu sehr auf. Deswegen kann ich mich die ganze Zeit gerade aufregen. Ja, wir wissen's. Ich will dir auch deine blöden Raupen geben, wenn ich sie nur nicht jedes Mal wieder neu einsammeln müsste. Vielleicht sollte ich das doch besser in 2 Aufnahmesessions verpacken. Ich dachte, ich komme 10-mal schneller voran hier im Clip-Block. Gut. Das ärgert mich wirklich. Wenigstens haben wir das mit dem Beamen erledigt. So, wir müssen jetzt wieder unserem Beaver helfen. So, ist gut. Jetzt noch die restlichen Raupen suchen. So, ich weiß ja noch, wo sie sind. So, um Gegner kümmern wir euch jetzt um jeden Fall. Ich will nicht wieder in Gegner sterben. Wieso musste ich in die Dornen fallen? Wieso? Ihr dürft euch über mich lustig machen. Ich bin mir ziemlich sicher, hier war noch irgendwo eine. Und ja, da oben dann. Nicht unten. So, dann wollen wir mal nach oben gehen. Halt, die sollte ich nicht einsammeln. Mein Gott, ich habe ihm 2 Leben verloren. Ist das peinlich. Und beides ist im Sommer passiert. So, wir werden aber wieder Banjo benutzen, damit wir angreifen können. Ja, immer diese komische Kamerawinkel, aber eher nur beim ersten. Übrigens, bei diesem Fels mit dem Biber kann man im Frühling kaputt bekommen. Mit Eiern. Ja, tatsächlich. Wenn man Eier benutzt, dann kriegt man die kaputt, wenn man der hier von unten, wenn man von oben schießt. Wenn man da oben hier auf diesem Baumstamm drumherum steht. Ich hab doch Lust, dass er jetzt trifft. Kann man die kaputt machen, indem man Eier von hinten schießt. Aber wenn man dann da reingeht, dann ist es fast schon Game-Breaking, was da passiert. Weil die haben nicht wirklich einen Raum programmiert, dass der da sein soll im Frühling. Und deswegen sieht man dann nichts. Man kann ein bisschen aus dem Klick-Look-Wood sehen, aber sonst ist eigentlich nicht wirklich etwas da. Und irgendwann fällt mir die Welt und das Spiel hängt sich auf. Es hat allerdings ewig gedauert, bis ich es geschafft habe, diesen Glitch auszulösen. Also es ist ganz schön kompliziert, den richtigen Winkel zu benutzen. So, nächste Raupe. Zum Glück lassen nein, die Bienen da wieder in Ruhe. So, ja damit. Jetzt will ich es mal hoffen, sicher zu Ivy hochzukommen. So, jetzt sehe ich gerade keine Raupen. Halt, Moment, war noch eine bei Mambo drüben. Schauen wir mal kurz. Und zack. Ja, genau. Jetzt, da fehlt aber noch was. Da fehlt einmal die von dem Blatt, aber da fehlt immer noch eine. Na egal, die finden wir. Die sind schon alle irgendwo. Eigentlich sind die Raupen ziemlich zahlreich. So, da drüben ist keine Raupe. Jinjo, den muss ich denken, den holen wir uns am besten, wenn wir rausgehen. So, zack, zack, zack. Das ist erledigt. Umlaufen. So. Hier die Raupe sammeln. Allerdings auch nur, wenn du uns lässt, blödes Viech. Und die Kamera vor allem. Ich denke, das sollte in Ordnung sein. Gut. Wieder um die Vögel hier kümmern. Gut geschafft. So, komm richtig raus. Ja, komm richtig raus. So war das nicht gemeint.
Das ist nicht wahr, oder? Du scheiß Viech, echt. Ich werde gleich nochmal sterben. Ja, dass ich den jetzt nicht einsammeln kann. Und zack. Ne, sind alle schon tot. Habe ich alles schon eingesammelt? Anscheinend. Mist. Jetzt konnte ich die Energie echt gebrauchen. Gott. Und ich habe gesagt, die sind leichter als im Clankers Cavern, was die Vulgarbrain, die sind genauso Scheißviecher. Die haben die ganze Zeit völlig unvorbereitet treffen, obwohl man sie hundertprozentig mit seiner Attacke hätte treffen müssen. Erstmal hier weg. Ich will jetzt nicht wieder unvorbereitet von solchen Viechern getroffen werden. So, das war ja gleich der erste gewesen, oder? Nee, der zweite. So. So. Und so. Gut, jetzt geht's uns wieder besser. So, da sind die Bienen. Brauchen wir gerade nicht. Wir müssen hier rüber. Und nochmal. Und über die Sprungplatte. Brauchen wir dafür genug haben. Wenn ich mich frage, wo war die eine Zusatzraupe gewesen? Oder war das ein Bug? Ich höre noch eine Raupe jedenfalls. Ah, direkt hier. Hey, da in der Hütte ist ein Jiggy. Allerdings glaube ich, komme ich da erst im Herbst dran. Weil jetzt ist das... Man könnte es allerdings schaffen. Nee, ich glaube nicht, dass man es schafft. So. Ich schau mal, ob ich aufs Dach kann. Oder ob man irgendwie durchs Dach runter kann. Das war eine schlechte Idee. Was habe ich getan? Ach, da ist die letzte Raupe. Okay. So. Das war allerdings wirklich scheiße, gerade was ich da veranstaltet habe. Ich werde lieber im Herbst das Chili dort sammeln. Jetzt versuchen wir wieder hochzuklettern. Oh, meine Güte. Ich schäme mich für mich selbst. Ich war mal besser in diesem Spiel. Ich war eindeutig besser. Ich würde mir eigentlich gefallen, wenn Benjo nicht immer so rumeiern würde. Gut, das N64 ist nun mal jetzt eine ältere Konsole. Die Steuerung heutzutage ist meistens zehnmal angenehmer. Und ich habe einfach nicht mehr das Reaktionsvermögen von früher. Tja, ich werde alt. Es geht bergab, sobald man auf die 30 zugeht. Ja, dabei bin ich nicht mal 30, aber ich fühle mich so alt. Schließlich bin ich jetzt älter als die heutigen Teenager. Ja, 10 Jahre älter als die heutigen 18-Jährigen. Fühlt man sich einfach alt. Weil ist die Zeit so schnell vorumgegangen. Es war doch gerade erst 2008, denke ich mir manchmal. Es ist 2014. Hab ich's noch? Gut. Okay, die Hütte ist jetzt mal nicht so wichtig. So. Deswegen gehen wir mal hier hin. Bin mir ziemlich relativ sicher, dass man das Chigi dort auch im Herbst noch bekommen kann, dass die Hütte nämlich vollendet. Ja, da drüben ist nur der Mammutfähne. Oh nee! Oh gut, das war's jetzt. Oh, es war's noch nicht, aber da sind schon die Bienen. Was tue ich denn jetzt? Nee, wir brauchen Energie. Ich werde den da kaputt machen, hoffen, dass die Bienen mich nicht erwischen. Und wofür die Energie sammeln. So, wo ist der letzte? Keine Ahnung. Sammeln wir schnell den Jinjo. Und gehen dann wieder nach oben. Mal wieder. Gott, wie oft bin ich jetzt da hochgekraxelt? Wie viele verdammte Male. Ich will es wenigstens mal zu Iowi schaffen, um ihm die Raupen zu geben. Das wird nicht nochmal sehen müssen, wie ich die sammeln und dabei total was sage. Okay, jetzt aber Konzentration. Die Gegner hier sind alle erledigt und die müssen wir uns also nicht kümmern. Die Bienen sind erledigt. Hinüber. Und nochmal. Und Sprungplatte. Jetzt müssen wir dasselbe nochmal machen. Springen und flattern. Springen und flattern. Springen und flattern. Kamera justieren. Da runter. Das war beinahe für einen Blindsprung. Vorsichtig. Justieren. Und justieren. Und boah, das wäre jetzt beinahe schon wieder schief gegangen.
Kein Wunder, wenn die Kamera sich so plötzlich dreht. So, da oben sind ein paar Noten. Allerdings ist da sonst nichts Interessantes, wie es scheint. Sag mal, hat das Eichhörnchen dieses Zeug gebaut? Da muss ich tatsächlich mit Kazooie hoch. Ihr habt sie ja da, oder? Fliegen wir erstmal das Eichhörnchen. Oh, das hat so viel gefuttert. Nabgut hat viele Eicheln gegessen. Nun habe ich für den Winter keinen Vorrat mehr. Tja, wenn du halt so viel futterst. Kleines dämliches Viech. Hat jetzt voll Magenschmerzen. So. Ich kann kaum was erkennen. Okay, da oben sind bloß Noten. Das ist alles, was ich wissen musste. Da unten ist noch eine Raupe, aber wir haben genug Raupen eigentlich. So, hier sind neue Vogelhöhlen. Das war es jetzt aber wirklich gewesen. Das war voll fies. Oh, ich habe langsam genug von dem Sommer. Aber ich muss mich erst um Evie kümmern. Okay, diesmal möchte ich es aber bitte schaffen. Alle Raupen zu sammeln. Und nach oben zu kommen. Das Problem ist halt, dass man so viel Schaden nehmen kann, wenn man hier runterfällt. Wenigstens bewegt sich's nicht wie in der Rusty Bucket Bay, aber ich nehm's zurück. Das Level ist schwer. Weil man so leicht fallen kann. Und wir uns immer um den Biber kümmern. Ich glaube, ich stehe gleich erstmal raus und hol das Chicky ab, damit wir's nicht mehr machen müssen. So, ja, ist gut. Mal schnell die nächste Raupe sammeln. Die ist hier. Dann gehen wir da nach oben. Dann kommen wir zur nächsten Raupe. Wo die dritte und die vierte sind, weiß ich auch schon. Ja, ich weiß inzwischen auswendig, wo die sind. Gerade bin ich etwas angepisst. Also, ich muss mir jetzt mal merken, die tun immer erst einmal rausschnappen. Das ist sozusagen den eher Warning. Wie das Knurren von den anderen Viechern. Diesen Kanalaalen. So, so muss ich weitermachen. Ich habe gesagt, so muss ich weitermachen und nicht so muss ich versagen. Puh. So, jetzt. Gut. Jetzt hier die Raupe sammeln. So, lass uns in Ruhe. Hier rüberflattern. Schnell rüber. Die nächste Raupe sammeln. Dann schnell zum Mambo, die fünfte Raupe sammeln und das reicht dann auch schon. Jo, du kannst uns in Ruhe lassen. Geh hinein. Einsammeln, jo. So gefällt mir das schon besser. Ah, das klappt doch gerade bestens. Also gerade bin ich zufrieden. Hier rüberspringen. Und hier noch die Raupe einsacken. So, damit hätten wir fünf Raupen. Die reichen für Ivy. Und jetzt müssen wir es nur noch lebendig zu ihm schaffen. Und ich habe vor, dass wir es lebendig zu ihm schaffen. So. Wenn ich jetzt wieder sterbe, zweifle ich an mir selbst. So, das war der erste. Jetzt kommt der zweite und der dritte. So. Das war sein Warning. Jetzt kommt da. Und zack. So, das hat doch schon mal ganz gut geklappt. Ach ja, die Noten sind ja erstmal wurscht. Okay, dann erstmal hier lang. Nach oben. Wir sind schon im dritten Part und ich habe das Gefühl, wir haben nichts geschafft. Toll. Oh, wieso bin ich denn so scheiße und spiel so schlecht? So, die Raupe ist eingesackt. Und jetzt hier lang. Kamera justieren. So, hier muss ich jetzt mit der Zwiebel rüberflattern. Immer schön auf den Schatten achten. So, das hat auch geklappt. Dann laufen wir jetzt langsam und vorsichtig den Steg entlang. So, die Noten hier sind erstmal egal. So, und das war die Stelle, wo wir eben erledigt waren. Jetzt. So.
gucken, ob das klappt. So, und jetzt. Gut, hier ist jetzt keine Vogelhöhle mehr. Und wir sind gleich bei Iwi. Unglaublich. Nein, jetzt kommen die Raupen zum Einsatz. Schön saftig. So, ist die Challenge endlich erledigt. Hey, du hast keine Manieren. Und wächst einfach so. Ups, jetzt bin ich aber satt. Will schlafen. Wale, sie sind Vögel nicht so. Vögel sind eigentlich ein bisschen anders, oder? Okay, sie sitzen im Nest und lassen sich füttern, aber sie tragen keine Windeln. Ha, okay, das war logisch. Ich glaube, das war's mit Jiggies, die wir hier erreichen konnten. Außerdem will ich jetzt mal versuchen, hier noch hochzugehen, denn jetzt sind die Äste schön groß. Und das ist kein großes Problem, da hochzukommen. Denn vielleicht gab es da oben noch irgendwas. Hier in der Venusfliegenfalle nicht. Nein! Da gibt es ja ein extra Leben oder sowas. So, gucken wir mal. So, das Ticket hier haben wir natürlich. Ne, sieht aus, als gibt es da nicht mehr. Halt, da oben. Da oben ist wirklich ein extra Leben. Ha! So. Mitgenommen, eingesackt. Ich sehe nichts. Okay, jetzt müssen wir nun wieder nach unten. Den Chincho noch einsacken. Und nachdem wir das getan haben, geht's in den Herbst. Ach, ist das schön angenehm hier gerade. Trotzdem muss ich vorsichtig sein beim Runterfallen. Beim Absteigen. Ach, eine Flugplatte wäre echt angenehm an diesem Baum. Aber nein, wir müssen alles zu Fuß machen. So. Hier geht's lang. Hey, jetzt runter zu gehen zu Fuß ist nicht wirklich leicht. Wir schaffen das aber. Und im Herbst sollten wir eigentlich noch ein paar mehr Chiggies erreichen können. Zumindest die Blumenquest wird dann erledigt. Ich habe eben schon gedacht, ich stürze. Mal wieder. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte eigentlich auf die Blätter. Okay, das hat diesmal nicht so weh getan. Das hat man halt davon, wenn einem plötzlich was auffällt und man aufhört, die Tasten zu drücken. So, Noten sammle ich dann extra ein. Jetzt holen wir uns erst noch den Jinjo hier in der Ecke. So, erster Jinjo. Wie gesagt, das geht erstmal in den Herbst. Aber ich würde sagen, erst im nächsten Part. Das passt doch gerade so schön. Aber wir hätten uns schon mal vor den Herbst stellen, da sind ja auch diese dämlichen Bällen und die würde ich gerne noch aus dem Weg räumen. Hey! So. Komm. Okay, gut. Dann vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt mir doch in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Wenn es gut gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, halt einen Daumen nach unten. Aber sagt mir doch bitte dann doch auch, was ich hätte besser machen können. Tschüss und bis zum nächsten Mal.